Hallo und herzlich willkommen. Dieses Video hat einen etwas merkwürdigen Titel, zumindest sehr merkwürdig geschrieben. Aber manchmal bringt es uns eine ganze Menge Klarheit oder kann uns zumindest eine ganze Menge Klarheit bringen, wenn wir uns einfach mal die so selbstverständlich bzw. genormterweise verwendeten Worte etwas genauer ansehen, was sie wirklich bedeuten. Und häufig bedeuten sie genau das Gegenteil von dem, was wir alle so völlig unbewusst im Alltag leben. Besonders hilfreich ist es, wenn ich mich mit Worten befasse, wenn ich mir auch immer im Hinterkopf eines der Grundprinzipien von Wilhelm Reich behalte, nämlich funktionale Identität bei gleichzeitiger, allerdings scheinbarer Unterschiedlichkeit oder manchmal sogar Gegensätzlichkeit. Ich habe da schon im letzten Video, darüber gesprochen, dass oftmals wir der Meinung sind, etwas ist völlig unterschiedlich. Wenn ich mir aber die Funktion ansehe, ist die Funktion genau die gleiche. Wir alle sind ja sehr stolz darauf, dass wir in einer ach so kultivierten Gesellschaft leben. Aber was bedeutet das überhaupt? Natürlich leben wir auch in einer zivilisierten Welt. Zumindest geht jeder davon aus. Aber stimmt das überhaupt, wenn wir uns einfach mal so umsehen, was wirklich abläuft? Wirst du vielleicht im Laufe des Videos völlig überrascht sein. Schauen wir uns zuerst einmal an, wie das aussieht, wenn ein Bereich kultiviert wird. Ein Bereich, den wir alle kennen und heutzutage als völlig selbstverständlich hinnehmen. Nämlich als erstes Beispiel einen kultivierten Wald, so wie du das hier oben. Darunter der Teil eines Waldes, der noch ursprünglich belassen wurde, also ein Urwald. Solch ein natürlich belassener Wald ist in Europa total selten. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Wälder gibt, die wirkliche Urwälder sind. Es gab mal einen Teil, ich glaube in Ungarn, auf jeden Fall irgendwo in Osteuropa, wo es wirklich noch einen ursprünglichen, urtümlichen Wald gab, der auch so belassen wurde. Aber in der Regel ist auch das, was wir unter Wildnis verstehen, wenn das mal ein bisschen durcheinander wächst, ist kein ursprünglicher Wald mehr, kein Urwald, sondern da hat schon längst der Mensch Einfluss genommen und den Wald im wahrsten Sinne des Wortes nach seinen von Menschen gemachten Regeln ausgerichtet, damit alles schön in Reihe und Glied steht, alles schön gleich ist. Ob das wirklich schön ist, ist erstens eine andere Frage und zweitens ist es eins nicht, natürliches Wachstum. Denn gerade das wird in einem kultivierten Wald verhindert durch massive Eingriffe in diesen natürlichen Wachstumsprozess. Da kann sich gar nichts mehr frei entfalten. Der andere massive Eingriff, den ich hier als Beispiel anbringe, wo also auch ganz massiv in die Natur eingegriffen wurde, das ist die Begradigung der Flüsse. Dass er also nicht mehr schön durch die Landschaft meandert, also in Kurven und geschwungen und wirklich fließt, sondern einfach gerade begradigt wurde, so wie ein künstlicher Kanal eben. Die Folgen, also Überschwemmungen, sind ja landläufig bekannt. Beim Wald ist das genauso. Kurzfristig gesehen mögen da Vorteile enthalten sein, aber langfristig gesehen schädigt es das gesamte System, weil die Konsequenzen durch diese Gleichmacherei überhaupt nicht abzusehen ist. Durch dieses genormte Bäume setzen und alles in Reihe und Glied. Im Grunde, wenn man wirklich mal dahinter sieht, kann man eben feststellen, funktionale Identität bei gleichzeitiger scheinbarer Unterschiedlichkeit. Immer wenn der Mensch seine eigenen Regeln über ein natürliches System legt und das dann kultiviert, kommt langfristig da nichts Gutes bei heraus, weil es immer massive Eingriffe in kybernetische bestehende Systeme sind. Und warum sollte das bei uns Menschen anders sein? Wenn du wirklich einmal hinsiehst, was bei der Kultivierung des Menschen bei herausgekommen ist,
nun nicht gerade gesündere Menschen, glücklichere Menschen, sondern genau das Gegenteil und es wird immer extremer. Vielleicht liegt dieser Umstand ja gerade an der so hochgepriesenen Kultur von uns. Daran, dass wir als Gesellschaft wie ein Wald immer mehr von unserem Ursprung getrennt wurden, immer mehr unseren Urkult vergessen haben und das umgekehrt wurde in Kult-Ur, wie bei einem Wald eben. Denn ursprünglich haben wir ja wie der Wald, jeder Baum im Wald, auch als Teil dieses Urkultes, also der natürlichen schöpferischen Ordnung, gelebt. Innerhalb, als Teil der Natur. Waren auch ganz im natürlichen Rhythmus der Natur eingebunden und haben da unseren Kult gelebt. Also an der schöpferischen Ordnung ausgerichtet. Und irgendwann wurde das umgedreht, genauso wie es beim Wald umgedreht wurde, in Kult-Ur. Dann wurden also Kulte, künstliche, von Menschen gemachte Kulte, eingeführt, was wir dann als Kultur empfunden haben. Solch ein Kult sind aber künstliche Rituale, die von Menschen gemacht wurden, die mit der natürlichen schöpferischen Ordnung nichts zu tun haben. Weil wir das aber eben schon so lange mitmachen, kommt uns das mittlerweile völlig selbstverständlich vor. So, als wenn unsere Kultur die einzige Kultur ist, die überhaupt möglich wäre. Nur wenn du einfach mal ein bisschen den Blick erweiterst, wirst du feststellen, es gab ja schon mehrere Kulturen und erzählten in jeder Kultur andere Regeln für das gesamte Leben. Wie eben in einer Fichtenschonung für Fichtenbäume andere Regeln gelten, wie in einer reinen Buchenschonung. Aber Regeln, die vom Menschen gemacht wurden für dieses eingerahmte Feld von Fichten oder von Buchen. Womit wir sofort beim nächsten Stichwort wären, Rahmenbedingungen, auf gut Neudeutsch Framing. Eine Kultur ist nichts anderes als ein geistiger Rahmen. Und zwar der größte geistige Rahmen für eine menschliche Gesellschaft. Denn zum Beispiel die Lebensbedingungen, die Lebensregeln, die Vorgaben, die in der griechischen Kultur gegolten haben, die galten für jeden Einzelnen in dieser Kultur. Genauso wie eben die Rahmenbedingungen bei den alten Ägyptern für jeden einzelnen Menschen in dieser Kultur gegolten haben. Das ist in jeder Kultur so. Diese Rahmenbedingungen empfinden wir als völlig selbstverständlich. Die sind aber nicht natürlich, sondern sind genauso von Menschen gemachte Vorgaben und Regeln wie in einer Fichtenschonung. Und ein Mensch, der sich nicht an diese Vorgaben der Kultur, des kulturellen Rahmens hält, der gilt als unkultiviert, weil er aus dem Rahmen gefallen ist. Wir sagen das ja sogar. Und funktionale Identität bei gleichzeitiger Unterschiedlichkeit. Denn für den Menschen scheint diese Kultivierung genauso langfristig schädlich und ungesund zu sein, wie für jeden Wald oder auch jedes Feld, was in Monokultur immer wieder angelegt wird, weil es im Laufe der Zeit völlig verödet und der Boden überhaupt keine Mineralien mehr hat. Der Boden bekommt dann mineralhaltigen Dünger. Nun, und wir nehmen dann eben mineralhaltige Nahrungsergänzungsmittel. Wo ist denn da der Unterschied? Und beides sind Auswirkungen, Spätfolgen, die sich erst nach Jahren zeigen, der sogenannten Kultivierung der Kultur. Im Urkult, als die Menschen noch im Einklang mit der Natur gelebt haben, also nach natürlichen Regeln, und nicht nach künstlich vorgegebenen, da brauchten die keine Nahrungsergänzungsmittel. Auch um einen Wald brauchte sich da keine Forstwirtschaft zu kümmern
und immer wieder neue Energie reinstecken, damit der Wald auch schön die Regeln befolgt, die der Mensch vorgegeben hat. Das gibt es nur in einem kultivierten Wald, der sich allerdings eins nicht kann, völlig frei nach der schöpferischen Ordnung entfalten. Er wird eingegrenzt, weil überall ein Rahmen drum gesetzt wird. Ein Rahmen, den irgendwelche Menschen vorgeben und der gefälligst einzuhalten ist. In einem Urkult existiert alles als natürlicher Teil der schöpferischen Ordnung. In einer Kultur ist alles als künstlicher Teil einer vom Menschen gemachten Ordnung da und hat gefälligst danach zu funktionieren. In einem Urkult ist es auch nicht notwendig, immer wieder und pausenlos Energie in dieses künstliche System hineinfließen zu lassen, damit das aufrechterhalten werden kann. In einem Urkult wird nicht zusätzliche Energie gebraucht, sondern natürliche Energie von innen heraus freigesetzt. Das kannst du an jedem Wald, das kannst du gerade ganz deutlich in der Natur sehen. Du brauchst schließlich keine Energie zuführen, damit ein Gänseblümchen auf der Wiese wächst, wenn das da ganz natürlich steht. Sondern wird immer aus sich selbst heraus durch Transformation Energie freigesetzt, die dann für das Gesamte da ist. In einem Wald, eben für den ganzen Wald, in einem natürlichen Wald. Dass das in der Natur so läuft, das wird wohl niemand abstreiten. Aber vielleicht kannst du dir mal die Frage stellen, wer hat eigentlich den ursprünglichen, natürlichen Menschen kultiviert, genauso wie den Wald und die vielen, vielen Monokulturen auf den Feldern. Meiner Meinung nach war das zuerst die Religion über viele, viele Jahrhunderte und dann das, was ich so für mich die Wissenschaftsreligion nenne. Also seit der Zeit der Aufklärung. Denn heute gibt es ja kaum noch so Forscher wie Wilhelm Reich. Denn wo, an was für einer Universität darf denn heute noch wirklich frei und unbeeinflusst geforscht werden? Die sind alle abhängig von Forschungsgeldern und bekommen die nur, wenn sie innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens ihre Forschung machen. Und jeder, der aus dem Rahmen herausfällt, der muss sogar um seinen Job bangen. Die Formel ist da scheinbar ganz einfach. Je konformer ein Forschungsprojekt mit dem vorgegebenen Rahmen ist, desto höher sind die Forschungsgelder. So kommt mir das zumindest immer vor. Sonst ging es ja nicht, dass da überhaupt keiner sich mehr traut, irgendwo mal ein bisschen aus dem Rahmen zu fahren und mal ein bisschen über den Tellerrand drüber wegzugucken. Auch an diesem Punkt merkt man ganz, ganz deutlich, wie mächtig so ein vorgegebener kultureller Bewusstseinsrahmen ist. Man kann sich auch so eine Kultur wie einen riesigen Bewusstseinsrahmen, ein riesiges Gefängnis vorstellen. Das ist zwar sehr, 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 sehr groß und innerhalb dieses Gefängnisses glauben alle, sie könnten sich frei bewegen, aber wehe, es klettert jemand über die Mauer, dann stellt er sofort fest, das ist nicht erlaubt. Dass ein Überschreiten dieses kulturellen Rahmens bestraft wird, enorme Konsequenzen hat, erfahren sicherlich sofort ganz schnell Wissenschaftler, wenn die das mal machen. Dann werden die sofort ausgegrenzt und abgelehnt oder lächerlich gemacht. Und ganz schnell hat das dann auch finanzielle Konsequenzen. Dann ist die berufliche Karriere ganz schnell beendet. Solch ein kultureller Rahmen ist natürlich hervorragend geeignet, um Menschen, ganze Gesellschaften zu steuern durch künstliche Vorgaben. Wen das näher interessiert, wie das abläuft, dem empfehle ich die Videos vom Professor Rainer Mausfeld hier auf YouTube. Zum Abschluss noch ein Wort, das auch viel Klarheit bringen kann. Und zwar das Wort Zivilisation. Lebst du in einer Zivilisation?
dann ist es vielleicht ganz hilfreich, sich mal im Duden anzusehen, was das Wort zivil im Grunde bedeutet, was es wirklich bedeutet. Das Wort zivil hat zwei Bedeutungen. Zum ersten bedeutet es nicht militärisch. Hast du genau hingehört? Nicht militärisch, bürgerlich. Und zweitens anständig, annehmbar. Wie du an dieser Bedeutung, an diesen beiden Bedeutungen ganz klar sehen kannst, schließt sich etwas Militärisches und anständig annehmbar sein von vornherein aus. Noch deutlicher wird das an den Synonymen zum Wort zivil. Das sind also Worte, die das Gleiche bedeuten: aufgeklärt, demokratisch, staatsbürgerlich, unmilitärisch, angemessen, annehmbar, befriedigend, fair, günstig, passabel, solide, manierlich, anständig. Das sind die Synonyme für zivil. Ein Antonym, also das Gegenwort zu zivil, da steht nur ein einziges, ist militärisch. Das Gegenwort, also das Gegenteil zu zivil und diesen ganzen positiven Eigenschaften, die ich gerade vorgelesen habe, ist militärisch. Nun, wenn ich dann aber mal ein bisschen die Augen aufmache und mich umsehe, dann stelle ich verdutzt fest, dass es noch nie eine Zeit gab, in der so viele Kriege abliefen wie jetzt, zu diesem Zeitpunkt, in dem wir leben. Es gab noch nie so viele Kriege gleichzeitig. Es hatte also das Militärische noch nie so viel Einfluss wie heute. Das siehst du auch in den ganzen Rüstungsetats, die ja immer größer werden, damit mehr Geld für das Militär da ist, das Militärische. Das ist aber das Gegenteil von zivil, von Zivilisation. Nachdem ich jetzt nur ein bisschen die Worte Kultur und Zivilisation im Ursprung beleuchtet habe, kann jeder ganz leicht feststellen, dass nicht in jedem Paket, wo zwar außen geschenkt draufsteht, auch zwangsläufig innerhalb des Kartons ein Geschenk drin ist. Oftmals ist das genau umgekehrt. Dann ist das alles andere als ein Geschenk, ein lebensförderliches Geschenk. Und ob unsere Kultur und Zivilisation wirklich, also von den Auswirkungen her, ein lebensförderliches Geschenk für die Menschen sind, das wage ich zu bezweifeln. Weil es ja gut sichtbar für jeden, der die Augen ein bisschen aufmacht, in seinem direkten Umfeld, in eine ganz andere Richtung, in eine völlig gegenteilige Richtung geht. Und da ist es vielleicht ganz sinnvoll und auch hilfreich, mal wieder etwas Abstand zu dem Künstlichen, dem Kultivierten, dem vorgegebenen Rahmen nach menschlichen Verordnungen und auch von dem, was wir unter Zivilisation verstehen, was aber mit zivil überhaupt nichts zu tun hat, und wieder zu uns selbst kommen, zur natürlichen, zur schöpferischen Ordnung und vielleicht sogar wieder schrittweise beginnen, von da aus zu leben. Jeder, der das jedoch versucht, wird auf einmal feststellen, so einfach ist das gar nicht, weil wir in diesen kulturellen Rahmen total eingebunden sind. Und aus dem Rahmen fallen wird halt bestraft. Mit Ausgrenzung, mit Ablehnung. Kennst du vielleicht auch schon, hast du vielleicht schon erfahren. Aber das ändert nichts daran, dass wir umkehren können. Wieder zu uns selbst. Und ein guter Weg, zu sich selbst zu kommen, ist einfach das Atmen. Du kannst immer wieder zwischendurch einfach 1, 2, 3 Atemzüge tief nehmen, nur für dich, und dich wieder mit verbinden, mit dem Ursprünglichen. Das geht nur über den Atem. Denn nichts ist ja für uns ursprünglicher, lebendiger als unser Atem. Bewusst 3 Atemzüge gemacht,
richtig tiefe Atemzüge, unterbricht zum einen das Gedankenkarussell im Kopf und ist sofort sehr wohltuend und hilfreich. Und dieses schöne Gefühl wünsche ich auch dir in Zukunft möglichst oft und bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute.